über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger von Pirmin Hotz. Welche Anlagestrategien wirklich zu empfehlen sind und wie sie ihr Geld verlässlich investieren. Wenn du dich schon einmal gefragt hast, warum du in Aktien investieren und gegen den aktuellen Trend diversifizieren solltest, dann bist du hier genau richtig. In einer Welt, in der viele Menschen unsicher sind, wo sie ihr Geld am besten anlegen sollen, bieten diese Kernaussagen zum Buch wertvolle Erkenntnisse und Einsichten. Pirmin Hotz, ein erfahrener Vermögensverwalter, hat in seinem Buch »Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger« eine Fülle von Fakten und Beobachtungen aus der Finanzwelt zusammengetragen. In den kommenden Abschnitten werden wir dir seine Welt näher bringen, eine Welt, die von risikobereiten Spekulanten und fragwürdigen Experten bevölkert ist. Wir möchten dich dringend vor den zweifelhaften Gestalten in dieser Branche warnen. Gleichzeitig werden wir dir auf verständliche und wissenschaftlich fundierte Weise erklären, worauf du als Anleger besonders achten solltest. Du wirst erfahren, welche Anlagestrategien tatsächlich dein Vermögen vermehren können und von welchen Finanzprodukten du laut Pirmin Hotz besser die Finger lassen solltest, auch wenn sie auf den ersten Blick verlockend erscheinen. Darüber hinaus wirst du in dieser Buchzusammenfassung entdecken, warum Crash-Propheten mit ihren Vorhersagen früher oder später immer richtig liegen. Warum viele Analyseinstrumente auf dem Finanzmarkt lediglich Placebos sind. Warum erfolgreiche Investitionen heute genauso aussehen können wie vor 100 Jahren. Bereite dich darauf vor, deine finanzielle Sichtweise zu erweitern und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die dich zu einem klügeren und besseren Anleger machen werden. Lass uns gemeinsam in die Welt der Investitionen eintauchen und dich für eine lohnenswerte Reise vorbereiten. Kernaussage 1: Placebos an der Börse, Charttechnik und Fundamentalanalyse. In der Welt der Aktieninvestitionen gibt es zahllose Mythen darüber, wie Marktexperten scheinbar mühelos die besten Aktien unter all den börsennotierten Unternehmen auswählen und damit immense Gewinne erzielen. Doch die Realität ist ernüchternd, denn viele der am häufigsten verwendeten Werkzeuge, mit denen diese Picks begründet werden, sind erstaunlich wirkungslos. Diese Erkenntnis hat Pirmin Hotz während seiner langjährigen Karriere als Vermögensverwalter immer wieder verblüfft. Zumal diese Werkzeuge von zahlreichen Banken und privaten Fonds tagtäglich eingesetzt werden. Da wäre zunächst die sogenannte Charttechnik, mit der Analysten die Kursentwicklung einer Aktie analysieren. Anhand dieser Kursbewegungen versuchen Analysten günstige Kauf- oder Verkaufszeitpunkte zu ermitteln. Sie konzentrieren sich dabei ausschließlich auf den Kursverlauf der Aktie und ignorieren sämtliche betriebswirtschaftlichen Daten des Unternehmens. Das mag auf den ersten Blick rational erscheinen, aber die Charttechnik funktioniert schlichtweg nicht. Keine seriöse Studie hat jemals einen Mehrwert in der Charttechnik gefunden. Ja, sie kann Muster und Zyklen in vergangenen Kursverläufen erkennen, aber sie bietet keinerlei verlässliche Vorhersagen für die Zukunft. Die Kenntnis der Vergangenheit ist bereits im aktuellen Kurs einer Aktie enthalten. Daher ist der Versuch, die Zukunft anhand vergangener Muster zu deuten, lediglich Pseudowissenschaft. Warum setzen Banken dennoch auf Charttechniker? Zum einen, weil Entscheidungsträger oft an diese Form der Finanzanalyse glauben. Auch viele Analysten sind fest von ihrer Methode überzeugt und präsentieren ihre Erfolge gerne anhand von Einzelfällen. Zum anderen ist die Charttechnik ein effektives Marketingtool. Sie vermittelt den Eindruck von rationaler, mathematischer Objektivität. Es geht um Zahlen, nicht um Meinungen. Dieses Versprechen zieht zahlreiche Kunden an, auch wenn es in Wirklichkeit nutzlos ist. Die Fundamentalanalyse vermittelt ebenfalls den Eindruck, dass die Zukunft vorhersagbar ist. Die Idee dahinter lautet: Wenn wir ein Unternehmen bis ins kleinste Detail verstehen, können wir auch vorhersagen, wie sich seine Aktie entwickeln wird. Aber auch hier zeigt die wissenschaftliche Untersuchung deutlich, dass selbst umfassendes Marktwissen Fondsmanagern langfristig nicht hilft, den Gesamtmarkt mit Einzelaktien zu schlagen. Das Auseinandernehmen von Unternehmen auf betriebswirtschaftlicher Ebene führt zu keinen signifikanten Ergebnissen. Die Märkte reagieren nämlich schnell und effizient auf neue Informationen. Das bedeutet, dass sobald eine Neuigkeit wie der erfolgreiche Impfstofftest von BioNTech bekannt wird, der Aktienkurs diese Information bereits reflektiert hat. Die Wahrheit ist also: Gängige Analysemethoden wie Charttechnik und Fundamentalanalyse sind nicht dazu geeignet, die richtigen Aktien auszuwählen. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden dich in die faszinierende Welt der Gurus und Blender einführen, wo die Dinge noch absurder werden. Kernaussage 2:
Gier und irrationale Angst dominieren oft die Welt der Börsengurus und Crashpropheten. Immer mehr Anleger vertrauen heutzutage den Fonds dieser vermeintlichen Superstars. Doch sind sie wirklich klügere Investoren? Lassen Sie uns einen Blick auf Martin Ebner werfen, der einst als gefeierter Investmentstar galt und den Beinamen der Schweizer Warren Buffett trug. Warum? Weil er scheinbar unaufhörlich Gewinne erzielte? Hatte er tatsächlich das Geheimnis, immer die richtigen Aktien auszuwählen? War er wirklich der beste Marktkenner? Die Antwort lautet nein. Martin Ebner profitierte lange Zeit von seinem eigenen Mythos. Die Kurse von Unternehmen stiegen oft allein deshalb, weil er in sie investierte. Eine lukrative self-fulfilling prophecy. Ebner war kein Anhänger breiter Diversifikation. Er glaubte nicht daran, in viele verschiedene Aktien und Anleihen zu investieren, um das Risiko zu minimieren. Wer jedes Unternehmen bis in die letzte Fußnote kannte, hielt nach Ebner nur wenige Anlagen im Portfolio für notwendig. Doch als die Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende platzte, platzte auch Ebners Blase, da er in einige abgestürzte Unternehmen investiert hatte. Während für den einen die Gier den Ruin bedeuten kann, ist es für den anderen die Angst, die oft von Börsenstars, sei es Börsengurus oder Crashpropheten, ausgenutzt wird. Ein bekanntes Beispiel ist Mark Faber, der in der Schweiz als Dr. Doom bekannt war und stets den nächsten Börsencrash vorherzusagen schien. Tatsächlich ist es relativ einfach, ein Crashprophet zu sein. Da es immer rationale Gründe für Markteinbrüche gibt, reicht es aus, die Hypothese lange genug zu wiederholen. Früher oder später wird der Markt tatsächlich einen Rückgang erleben. Aber selbst inmitten der Krisen und Zusammenbrüche haben sich die Märkte immer wieder erholt. Ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Weltmarkt seit 1900 im Durchschnitt eine jährliche Rendite von über 5% erzielt hat. Die Hauptperson, die oft von der Angst profitiert, ist der Prophet selbst. Denn wer auf ihre Ratschläge hört, wird selten in Aktien investiert sein, schließlich steht der nächste Crash bevor. Dadurch verpasst man das langfristige und stetige Wachstum des Marktes. Kurz gesagt, Gier und Angst sind gleichermaßen gefährlich im Bereich der Investitionen. Es ist ratsam, sich nicht von Crash-Propheten und Börsengurus leiten zu lassen. Vielleicht ist es an der Zeit, statt auf Gurus und Propheten einen Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften zu konsultieren. Kernaussage 3. Wer der Herde folgt, verpasst die besten Schnäppchen. Du hast bereits viel darüber erfahren, wie man es in der Welt der Geldanlage nicht machen sollte. Dieses Wissen ist ein entscheidender Schritt auf deinem Weg zu einer besseren finanziellen Zukunft. Pirmin Hotz betont, dass Vermögensmanagement vor allem darin besteht, die größten Fehler zu vermeiden. Ein kompetenter Berater sollte dich vor den Versuchungen von Gurus, Blendern und pseudowissenschaftlichen Analysen bewahren. Erst danach sollte die Frage kommen, wie du dein Geld investieren solltest. Glücklicherweise gibt es darauf eine klare Antwort. Ein diversifiziertes Portfolio ist der Schlüssel zu langfristigem Wohlstand und Sicherheit. Diese Erkenntnis wird auch von der Wissenschaft gestützt, darunter die Nobelpreisgekrönte Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Sie besagt, dass die Märkte effizient sind und dass wir unsere Fähigkeit zur Vorhersage systematisch überschätzen. Da wir die effizienten Märkte nicht schlagen können, sollten wir diversifizieren. Die Fonds von Experten performen über lange Zeiträume hinweg in der Regel schlechter als ihre Vergleichsindizes. Diese Erkenntnis gilt heute noch stärker, da die Märkte im Zeitalter des digitalen Hochfrequenzhandels noch effizienter geworden sind. Darüber hinaus solltest du auch in Erwägung ziehen, Aktien entgegen dem Trend zu kaufen. Das antizyklische Investieren ist vergleichbar mit einer Schnäppchenjagd. Stell dir vor, du möchtest einen Sony-Fernseher kaufen, aber der Preis von 1000 Euro ist dir zu hoch. Du wartest ab. Dann entdeckst du am Black Friday, dass er um 25% reduziert ist. Da du bereits entschieden hast, dass du den Fernseher haben möchtest, schlägst du sofort zu. Dieses Prinzip gilt auch beim antizyklischen Aktienkauf. Während andere Anleger in Krisenzeiten ihre hochwertigen Aktien zu deutlich reduzierten Preisen verkaufen, hast du die Gelegenheit zuzuschlagen. Der Herdentrieb, dem viele andere Anleger folgen, ist ein starkes Argument für antizyklisches Investieren. Um das zu tun, solltest du jedoch nicht vollständig investiert sein. Du benötigst freies Kapital. Spare also regelmäßig Geld beiseite, um von den Rabatten profitieren zu können, wenn es an der Börse zu einem Einbruch kommt. Das richtige Timing ist zwar oft Glückssache, aber langfristig spielt es meist eine geringere Rolle.
Selbst wenn du eine Aktie nur mit einem Rabatt von 25% kaufst und am nächsten Tag einen Rabatt von 30% bekommen könntest, ist das immer noch ein kluger Schachzug. Du siehst also, ein diversifiziertes Portfolio ist entscheidend. Idealerweise baust du es auf, wenn die Märkte sich in einer Korrektur oder einem Crash befinden und die Preise niedriger sind. Dies führt zu einer langfristig stabilen und erfolgreichen Geldanlagestrategie. Ist das nicht ein starkes Argument für Indexfonds? Kernaussage 4. Keine langweiligen ETFs, Plädoyer für aktives Investieren. Ist es nicht naheliegend, dass wir unser Geld am besten in Fonds investieren sollten, die den Markt so genau wie möglich nachbilden? Hier kommen Exchange-Traded Funds, ETFs, ins Spiel. Auf den ersten Blick sprechen viele gute Gründe für ETFs. Mit einem ETF investierst du in alle Unternehmen eines bestimmten Index wie den DAX oder den S&P 500. Der MSCI World ETF bildet sogar den gesamten Weltmarkt ab, was eine maximale Diversifikation ermöglicht. Das klingt verlockend. Risiken minimieren und gleichzeitig vom Wachstum des Marktes profitieren. ETFs sind außerdem äußerst kosteneffizient. Im Durchschnitt schmälern sie deine Rendite nur um selten mehr als 0,2%. Das liegt daran, dass ETFs passiv verwaltet werden, im Gegensatz zu aktiv verwalteten Fonds, bei denen Finanzexperten einzelne Aktien analysieren und auswählen, was mit zusätzlichen Gebühren verbunden ist. Langfristig schneiden ETFs immer besser ab als aktiv verwaltete Fonds. Ein aktiver Fonds mag zwar in einem oder zwei Jahren besser abschneiden, aber statistisch gesehen kann kein Stockpicker auf lange Sicht die Performance des Marktes übertreffen. Doch gibt es auch Gründe, die gegen ETFs sprechen. Viele ETF-Anleger investieren unwissentlich in sogenannte synthetische ETFs. Bei diesen gehörst nicht du, sondern die Bank, bei der du den künstlichen Indexfonds erwirbst, zu den Besitzern der Aktien. Wenn die Bank pleite geht, könntest du dein gesamtes Geld verlieren. Es gibt auch ethische Bedenken. Wenn du in einen Index investierst, kaufst du Aktien von sämtlichen Unternehmen im Index, einschließlich solcher mit fragwürdigen Geschäftspraktiken. So könntest du versehentlich Aktionär von Firmen werden, die Waffen an Diktatoren verkaufen. Zudem sind ETFs zwar bequem, aber auch recht langweilig. Wenn du dein Geld ausschließlich in einen ETF steckst, wirst du möglicherweise wenig über Finanzen lernen. Wenn du hingegen in 25 verschiedene Unternehmen investierst, wirst du den Markt aufmerksamer verfolgen und im Laufe der Zeit wertvolles Wissen aufbauen, das dir in der Zukunft nützlich sein kann. Bevor du also Geld in ETFs steckst, solltest du bedenken, dass sie zwar kostengünstig und bequem sind, aber auch langweilig sein können und versteckte Risiken und ethische Probleme mit sich bringen. Wenn du dich jedoch dazu entscheidest, aktiv zu investieren, stellt sich die Frage, wie du Unternehmen auswählst und ein diversifiziertes Portfolio mit qualitativ hochwertigen Aktien selbst zusammenstellst. Dazu kommen wir gleich. Kernaussage 5. Auf Originale und die richtige Struktur kommt es an. Wenn du dich für den Finanzmarkt interessierst, solltest du aktiv investieren. Du fragst dich vielleicht, wie du das am besten machst. Lass uns noch einmal zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben. Ein diversifiziertes Portfolio, idealerweise antizyklisch erworben, ist der Schlüssel. Aber wie weißt du, welche Aktien qualitativ hochwertig sind und langfristige Erfolgsaussichten haben, damit du sie langfristig halten kannst? Das Kuriose ist, aufgrund der Effizienz des Marktes spielt es letztendlich nicht die entscheidende Rolle, ob du jetzt Pfizer oder Novartis Aktien kaufst. Aufgrund der Markteffizienz kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, welche Aktie besser abschneiden wird. Was wirklich zählt, ist die Diversifikation. Viele Experten übertreiben jedoch, indem sie in ihren Fonds 500 oder 1000 verschiedene Aktien halten. Nach dem Nobelpreisträger William F. Sharp reichen bereits 25 bis 30 Titel von Marktführern aus aller Welt aus, um die Risiken erheblich zu reduzieren. Neben der Diversifikation ist die Portfoliostruktur entscheidend. Das bedeutet, wie du dein Geld zwischen verschiedenen Anlageklassen aufteilst. Investierst du beispielsweise 20%, 50% oder sogar 80% in Aktien? Welchen Anteil haben Anleihen? Wie viel Geld hältst du liquide? Welche anderen Vermögenswerte, wie Gold, Immobilien oder Hedgefonds, gehören in dein Portfolio? Um es auf den Punkt zu bringen, investiere dein Geld ausschließlich in Originale, das sind Aktien, Immobilien und Anleihen. Doch wie du zwischen diesen Originalen aufteilst,
hängt von deiner persönlichen Situation und deinen Vorlieben ab. Hast du eine Familie? Wie hoch ist dein Einkommen? Wie risikofreudig bist du? Hier ist ein extremes Beispiel. Eine 94-jährige Frau könnte je nach ihren Zielen und Lebensumständen entweder ihr gesamtes Vermögen investieren oder überhaupt nicht. Wenn sie beispielsweise beabsichtigt, ihr Vermögen an ihre Enkelinnen weiterzugeben und es zu vermehren, könnte ihr Aktienanteil in ihrem Wertpapierportfolio 100% betragen. Andererseits könnte es sein, dass ihr Aktienanteil 0 beträgt, wenn sie schwer krank ist und viel Geld für Pflege benötigt oder wenn ihre Enkelin liquides Geld benötigt, um einen Hauskredit abzuzahlen. Zusammengefasst, neben der Diversifikation ist die Strukturierung deiner Anlagen von entscheidender Bedeutung und dabei ist es wichtig, auf Originale zu setzen. Wie du zwischen den Originalen aufteilst, hängt von deiner persönlichen Situation und deinen Zielen ab. Kernaussage 6. Gegen Aktien stinken die meisten anderen Originale ab. Aktien oder Anleihen? Diese Entscheidung ist entscheidend bei der Portfoliostrukturierung. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Anleihen im Vergleich zu Aktien eine sicherere Anlage sind. In Wirklichkeit verhält es sich genau andersherum. Mit einem diversifizierten Aktienportfolio ist seit Beginn der Börsengeschichte noch niemand gegen die Wand gefahren. Staaten hingegen waren in den letzten Jahrhunderten immer wieder zahlungsunfähig. Deutschland ging allein in den letzten 500 Jahren 13 Mal pleite, Frankreich 8 Mal und Griechenland 6 Mal. Unabhängig von Krisen erzielen Aktien auch noch bessere Renditen als Anleihen. Die Ökonomen Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton verglichen 2019 in einer Studie an der London Business School die Performance von weltweit verfügbaren Aktien im Vergleich zu Staatsanleihen. Ihr Ergebnis für den Zeitraum von 1900 bis 2017. Aktien erzielten eine Rendite von 5,2%, Anleihen hingegen nur 2%. Sowohl Risiko als auch Rendite sprechen also für höhere Aktienanteile in deinem Portfolio. Aus diesem Grund solltest du auch bei Versicherungen vorsichtig sein, denn sie investieren oft zu wenig in Aktien und zu viel in Anleihen in dem Glauben, diese seien sicher. Im Durchschnitt investieren Versicherungen nur 2-3% ihres Portfolios in Aktien, was kaum Rendite bringt. Zudem kaufen sie die wenigen Aktien, die sie besitzen, oft zur falschen Zeit. Versicherungen sind meist voll investiert und handeln prozyklisch. Während der Corona-Krise haben beispielsweise die Versicherungskonzerne Swiss Life und Helvetia ihre Aktienbestände prozyklisch im ungünstigsten Moment reduziert. Und wie steht es um Anlagen wie Gold? Gold ist vor allem für Menschen geeignet, die fest an den Zusammenbruch des Marktes glauben. Wer jedoch darauf vertraut, dass sich die Aktienmärkte auch nach den schwersten Krisen wieder erholen werden, kann auf Gold verzichten. Zusammengefasst, investiere nicht zu viel Geld in Anleihen, Versicherungen oder Gold, um möglichst wenig von den Renditen der Aktien zu verpassen. Aber bedeutet das, dass du komplett auf traditionelle Anlagen setzen und auf neue Produkte wie strukturierte Produkte oder Bitcoin-Fonds verzichten sollst? Diese Frage werden wir im nächsten Abschnitt klären. Kernaussage 7. Mit dem richtigen Vermögensverwalter durch den Dschungel der Finanzprodukte. Die Finanzbranche versucht heutzutage, mit vermeintlich innovativen Produkten das Rad neu zu erfinden. Komplexe Strukturprodukte, Hedgefonds und Bitcoin-Fonds werden in der Hoffnung auf Mehrwert für Kunden angeboten. Doch der Großteil dieser Produkte ist teurer Hokuspokus. Nicht nur aufgrund ihrer hohen Kosten, sondern auch aufgrund ihrer Intransparenz solltest du sie meiden. Zum Beispiel die komplexen Strukturprodukte, kurz Struckis genannt. Sie mögen auf den ersten Blick hohe Renditen versprechen, sind jedoch weitaus riskanter als ein gut diversifiziertes Portfolio und dazu noch teuer. Kleinanleger zahlen oft bis zu 3% Gebühren für dieses undurchsichtige Finanzprodukt. Gleiches gilt für Bitcoin-Fonds, die häufig undurchsichtig sind. Kurz gesagt, du musst nicht jedes verfügbare Produkt in dein Portfolio aufnehmen, nur weil es existiert und eine hohe Rendite verspricht. Diversifikation sollte kein Selbstzweck sein. Hier gilt als Faustregel, ein qualitativ hochwertiges und gut diversifiziertes Aktiendepot war vor 100 Jahren die beste Wahl und ist es auch heute noch. Sollte es dennoch zu einem totalen Crash kommen, wären Anleihen, Gold oder Bitcoin genauso wenig hilfreich. Das Einzige, was du optimieren kannst, ist ein hochwertiges und diversifiziertes Portfolio. Hier kommt der Vermögensverwalter ins Spiel. Ein erfahrener Vermögensverwalter kann dir helfen, dein Portfolio besser zu strukturieren. Aber sei vorsichtig.
Du solltest nicht einfach den erstbesten Vermögensverwalter wählen, der dir begegnet. Diesen Fehler begehen viele Menschen. Sie entscheiden sich für den freundlichen Bankberater im schicken Anzug, der ihnen auf den ersten Blick sympathisch ist. Es ist nichts gegen Freundlichkeit einzuwenden, aber das wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Vermögensverwalters sollte seine Unabhängigkeit sein. Der freundliche Bankberater wird wahrscheinlich nicht nur deine Interessen im Auge haben, sondern auch die Interessen seines Arbeitgebers. Dein Vermögensverwalter sollte hingegen hundertprozentig unabhängig sein und ausschließlich von den Gebühren seiner Kunden leben. Die vergangene Performance eines Vermögensverwalters ist zwar nicht vollständig zu vernachlässigen, aber wahrscheinlich weniger wichtig, als du denkst. Pirmin Hotz weiß aus eigener Erfahrung, dass Vermögensverwalter vor allem die Zeiträume zeigen, in denen sie das Geld ihrer Kunden besonders gut verwaltet haben. Zeiten, in denen sie weniger erfolgreich waren, werden sie hingegen für sich behalten. Denk daran, vermeide intransparente neue Finanzprodukte und investiere stattdessen in einen unabhängigen Vermögensverwalter. Jetzt kommen wir zum Fazit. Zusammenfassung zum Buch Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger von Pirmin Hotz. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die richtige Art des Investierens auf Diversifikation und antizyklisches Handeln in Aktien basiert. Dies ermöglicht es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig Renditen zu maximieren, indem hochwertige Aktien zu reduzierten Preisen erworben werden. Vermeide es, auf Gurus oder Crash-Propheten hereinzufallen, da dies das Potenzial des Marktwachstums einschränkt. ETFs sind keine zwingende Notwendigkeit, da ein Portfolio mit 20 bis 30 qualitativ hochwertigen Aktien aus verschiedenen Branchen ausreichen kann. Ein erfahrener und unabhängiger Vermögensverwalter kann möglicherweise dabei helfen, ein diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Portfolio zu erstellen. Unabhängig davon, ob du dich für einen Vermögensverwalter entscheidest oder nicht, ist es ratsam, nicht vollständig investiert zu sein. Wenn du immer etwas Bargeld zur Verfügung hast, kannst du zum richtigen Zeitpunkt Schnäppchen bei Aktien machen. Bevor du also das nächste Mal Geld für einen teuren Gegenstand ausgibst, denke daran, dass du dieses Geld stattdessen in eine vielversprechende Aktie investieren könntest. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!